Herzlich willkommen, liebe Blogleser. Heute bin ich zu Besuch bei Dietmar Krause, Internetmarketer, lebt wie ich hier auf Mallorca, allerdings schon etwas länger. Dietmar wird das gleich noch etwas mehr ausführen. Damit ihr aber auch wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, wen ich hier als Interviewpartner habe, bitte Dietmar, stell dich doch einmal kurz meinen Lesern und Zuhörern vor. Okay. Danke, dass du das Interview mit mir machen möchtest. Ich bin schon, wie gesagt, seit 13 Jahren hier auf Mallorca, also etwas länger. Ich habe mein erstes IT-Unternehmen bereits im Jahre 1986 gegründet, also vor ziemlich vielen Jahren. Habe seinerzeit mit Online-Datenbanken angefangen, bin vom BMFT sogar gefördert worden als Jungunternehmer und habe meinen Durchbruch eigentlich erst 2 Jahre später mit Computern geschafft und bin seitdem in der Wartung, Installation und Service vom Computerwesen tätig. Ich bin zum Beispiel in meiner Heimatstadt einer der ersten gewesen, der überhaupt ein Novelnetz aufgebaut hat. Damals wussten die meisten nicht mal, was Novel ist. Und ich habe mir am Bahnhofskiosk damals ein PC Magazine gekauft, die gab es nirgendwo anders. Entschuldigung. Und habe mir dann in Chicago die Kiste bestellt mit der Software und habe mich dann 3 Wochen lang durchgefressen. Und war dann also einer der ersten überhaupt in meiner Heimatstadt, der dann Novelnetze professionell installiert hat für mittelständische Unternehmen. Und so fing das Ganze eigentlich an mit den Computern. Und das habe ich dann sehr, sehr viele Jahre betrieben, bis ich dann hier nach Mallorca gezogen bin. Ich bin seit 13 Jahren als Berater tätig für mittelständische Unternehmen und das eigentlich mit recht großem Erfolg. Okay. An alle Zuhörer, auch ich weiß jetzt noch nicht, was Novell-Netzwerke sind, obwohl wir hier wirklich schon Stunden verbracht haben auf der Terrasse hier bei Dietmar und über Windows-PCs und über PCs und PC-Probleme im Allgemeinen gesprochen haben. Aber Novell-Netzwerke interessieren mich auch nicht, ich weiß ja nicht, was das ist. Dietmar, du kommst eigentlich aus dem Offline-Markt, also PCs reparieren, Netzwerke und so weiter. Was hat dich dazu bewogen, Internet-Marketer zu werden oder dein Geld im Internet zu verdienen? Ich hatte eigentlich vor, ein Buch zu schreiben. Ich glaube, das ist irgendwie eine Manie von Leuten, die 50 werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich mein Wissen vielen Menschen zur Verfügung stellen. Und das Internet hat mir natürlich völlig neue Türen geöffnet. Das heißt, ich habe vor jetzt inzwischen 2 Jahren angefangen, eine Webseite zu betreiben, controlbit.de, das kennen viele Leute inzwischen, ist zu einem Fachbegriff geworden. Und dort habe ich halt spezielle Informationen angeboten, die sich mit Windows-Problemen beschäftigt haben. Und irgendwann hat natürlich hat mich Ralf auf die Idee gebracht, über mein ganzes Computerwissen einen Kurs zu erstellen, der natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten bietet, für jemanden Computerwissen zu lernen, als es jedes Buch nur kann. Okay. Heißt also, du hast bis jetzt 2 E-Books, glaube ich, veröffentlicht. Ja. Und die über diese Seite Controlbit vertrieben im Internet. Ja. Dietmar, in Kürze, ich glaube, am 12.06. Ja. kommt ein neues Produkt von dir auf den Markt. Windows Masterplan, glaube ich, hast du es genannt. Ja. Wie kam es zu dem Produkt und was ist das Produkt? Ja, also mein Hobby Windows, was sich aus meinem Beruf ergeben hat, hat eigentlich sehr lange Tradition bei mir. Und zwar habe ich bereits vor 15 Jahren mit Windows 95 ausfallsichere Computersysteme entwickelt. Das heißt also, dass mittelständische Unternehmen wirklich jahrelang völlig ausfallfrei mit Windows 95 arbeiten konnten. Das werden viele gar nicht für möglich halten, dass sowas geht, aber es funktioniert. Wenn man also einige Regeln beachtet, dann kann man mit Windows genauso arbeiten wie mit Apple. Ich weiß, dass ich dir jetzt auf den Fuß trete, weil du neuerdings Apple-Fan geworden bist, aber ich behaupte mal, mit Windows geht das ganz genauso. Ja. Man kann also, wie gesagt, wenn man einige Sachen beachtet, mit Windows perfekt arbeiten. Und diese Tricks möchte ich gerne in meinem Kurs verraten. Dietmar, die ersten Lektionen durfte ich ja schon selbst einsehen, war sehr beeindruckt, was mit Windows überhaupt möglich ist, was ich nach der 15 Jahren Anwendung von Windows bis jetzt wirklich nicht wusste. Aber nochmal ganz klar für meine Zuhörer. Sie lernen von A bis Z Windows zu verstehen und anzuwenden und auch Probleme zu lösen. Ja, ganz wichtig ist mir natürlich das Basiswissen. Viele Leute haben mit Windows einfach ein paar grundsätzliche Probleme, weil ihnen notwendiges Basiswissen fehlt. Deswegen werde ich also die ersten Wochen, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, erstmal haufenweise Basiswissen vermitteln. Wichtige Informationen über Datensicherheit, über Datenträger, damit eben halt sich jeder vorstellen kann, worauf es wirklich bei Windows ankommt. Ja. Damit es aber nicht zu langweilig wird, habe ich dann natürlich in der Woche 2 schon in einer Lektion das Thema virtuelle Maschinen oder virtuelle Computer eingebaut. Ja.
virtuelle Computer sind eine der besten Erfindungen, seitdem es Computer gibt. Und zwar ist das nichts anderes als ein Computer im Computer. Das heißt also, ich kann in meinem Windows 7, kann ich ein Fenster starten, in dem dann meinetwegen ein XP oder ein anderes Windows 7 betrieben wird. Und es ist nicht nur einfach schön anzusehen und nett zum Spielen, sondern jeder Computerprofi, und darauf kommt es mir an, dass ich eben halt Profiwissen vermittle, arbeitet mit diesen virtuellen Maschinen, um zum Beispiel Software zu testen, um Viren sogar zu testen, um Programme auszuprobieren, ohne für das Hauptsystem irgendein Risiko zu erstellen. Ich habe ja normalerweise, wenn ich mir eine Software installiere, immer das Risiko, dass ich mir eine Shareware installiere, die ich nicht mehr runterbekomme, oder dass ich mir ein Virus installiere oder dass ich mir das System zerschieße. Wenn ich eine virtuelle Maschine installiere, dann kann ich mit dieser virtuellen Maschine alles machen, bis sie, sage ich mal, verreckt. Ja. Und dann nehme ich das Ding aus dem Container, schreibe es zurück und fange wieder von vorne an. Okay. Also kann ich das Risiko für meinen Computer komplett minimieren. Okay. Du erklärst auch in dem Kurs, in den 52 Wochen sind es, glaube ich, ja, an Lektionen, du erklärst auch in deinem Kurs, wie man zum Beispiel einen PC zurücksetzt, einen Laptop, einen Windows-PC in Urzustand wieder zurückversetzt, ja, oder Sicherungen anlegt und diese wieder einspielt. Genau, das gehört eigentlich schon fast wieder zum Basiswissen. Ja. Also das kommt in einer der ersten Wochen, dass ich natürlich explizit erkläre, wie eine Datensicherung gemacht wird, wie man eine Datensicherung so macht, dass man auch seine eigenen Dateien dann wiederfindet. Denn das ist ja das, was den meisten passiert, dass sie sich die eigenen Dateien überschreiben, wenn sie ihren Rechner neu machen oder wenn sie ihn zurücksetzen auf den Fabrikzustand. Das wird natürlich erfolgreich verhindert, wenn man die Datensicherung richtig macht und vorher seine eigenen Dateien vom Betriebssystem getrennt hat. Das sind Dinge, die werden natürlich sehr, sehr genau bearbeitet bei mir, und jeder bekommt von mir das Wissen zur Verfügung gestellt, um mit seinem System perfekt arbeiten zu können. Man kann es zurücksetzen, nachdem man es einmal zerschossen hat. Man kann die eigenen Dateien vom Betriebssystem trennen und vieles Interessantes mehr. Okay, die eigenen Dateien vom Betriebssystem zu trennen ist ein maßgeblicher Punkt für Schnelligkeit des PCs und für die Sicherheit, ja? Ja, indem man die eigenen Dateien, also sprich alles, was das Benutzerprofil betrifft, so muss man es eigentlich richtig erklären, indem man das ganze Benutzerprofil auf andere Partition verlagert, erreicht man eine wesentlich höhere Systemstabilität. Und das Beste, was das Nebenprodukt ist, ist einfach, dass man natürlich C einfach mal zurückspielen kann, wenn nichts mehr funktioniert. Das heißt, ich habe meine Daten auf der Festplatte D, habe ja mein Betriebssystem auf C, und wenn C halt nicht mehr funktioniert, weil ich gespielt habe mit dem System, dann spiele ich C zurück und kann nach ein paar Minuten quasi weiterarbeiten. Okay. Und das sind nur Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich natürlich vorher meine Dateien vom Betriebssystem getrennt habe. Okay. Und genau diese Möglichkeit zeigst du deinen Usern in einem Videokurs. Also es handelt sich hier um kein E-Book oder sonst, sondern du ja zeigst jeden Schritt ja per Video, der leicht nachzuarbeiten ist. Ja. Und ich glaube, du hast die Idee gehabt, auch gleichzeitig eine DVD anzubieten, ja, die man dann auf dem Fernseher parallel laufen lassen kann, genau, damit man, logisch, da hat Dietmar sehr, sehr gut gedacht, damit man auch gleichzeitig am PC diese Änderungen vornehmen kann. Ja. Sie können also die DVD am TV laufen lassen und nebenbei am PC arbeiten und die Tricks anwenden bzw. die Einstellungen vornehmen, die Dietmar in seinem Videokurs zeigt. Das war eine Geschichte, da hatte mich ein aufmerksamer Kunde drauf gebracht. Und zwar hatte der einfach das Problem, dass sein Computer natürlich da niederlag. Ja. Und er seinen Rechner installieren wollte, aber sagte, wie kann ich mir die Videos angucken, wenn mein Computer nicht läuft? Ja. Ich habe keinen zweiten. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, es ist eigentlich nicht so schwer, aus den Videodateien eine ganz normale DVD zu machen, die man sich als ISO-Datei dann downloaden kann. Okay. Um daraus dann eine ganz normale DVD zu brennen, die man sich dann mit seiner Stereoanlage anschaut, während man seinen Computer repariert. Okay. Und bei diesen wichtigen Lektionen, wo man eben halt den Computer zerlegen muss, ich bringe auch einen Teil über Hardware. Ja. Ganz wichtig, wie man eine Festplatte austauscht, wie man Komponenten erweitert, wie man den Speicher auswechselt bei dem Computer. Und da kommt es natürlich auch darauf an, dass man sich die Videos anschauen kann, während man natürlich dann den Computer zerlegt hat. Richtig, richtig. Also ich finde es eine super Idee, war auch sofort begeistert, wie er mir von der DVD erzählt hat. Ist eigentlich auch ein logischer Vorgang, aber trotzdem denkt man zuerst einmal bei einem Online, bei einem Download-Produkt nicht an die Vorgehensweise. Ja, ja. Noch eine Sache, was ich auch noch interessant finde, und da hast du mich drauf gebracht, jetzt muss ich also den Ball wieder zurückwerfen. Ich habe angefangen, von den ersten Lektionen, die ja wirklich nur Theorielektionen sind, ja, Audiodateien zu erstellen, sodass jeder sich also auf seinen MP3-Player oder auf seinen iPod
diese MP3-Dateien runterspielen kann, um das dann praktisch im Auto oder unterwegs zu hören. Das heißt, man kann also die Theorielektionen auch ganz bequem unterwegs lernen oder am Strand. Wer möchte, dann auf Mallorca. Und spart auf diese Art und Weise natürlich nochmal eine ganze Menge Zeit. Okay. Also, ich hoffe und würde mich freuen. Ich konnte so mit dem Interview mit Dittmar, danke Dittmar für das Interview, einen Überblick über den Windows Masterplan geben. Ich finde das Produkt, was ich bis jetzt sehen durfte von den ersten Lektionen, wirklich super leicht oder super verständlich erklärt und leicht umzusetzen. Und ich hoffe, Sie haben Eindruck von Dittmar bekommen. Das Produkt oder den Link zum Produkt finden Sie unter diesem Video. Ja, und ich würde sagen, Dittmar, wir laufen jetzt zum Marivent-Palast hoch. Wir stehen nämlich hier unterhalb des Marivent-Palastes, des Königspalastes. Genau. Palast des spanischen Königs, so ist es. Da laufen wir jetzt mal hoch und ja, er ist quasi mein Nachbar. Ja, ist Dittmars Nachbar sogar. Per Du? Noch nicht ganz. Oh, nicht er schuldet ganz. Mir noch 50 Euro. Okay. Dann sprechen wir ihn jetzt gleich mal drauf an. Okay, ich sage ciao und hoffe, das Interview war lehrreich und kann ein bisschen weiterhelfen zur Person von Dittmar und natürlich zum Produkt von Dittmar. Link finden Sie unter dem Video. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. War eigentlich gut.